Anfang Ihrer Beantwortung das Gefühl, dass Sie möglicherweise als Pressesprecher des Statistischen Landesamtes hier engagiert sind. Lieber Kollege Otto, würden Sie eine Frage stellen, bitte? Die Frage kommt natürlich. Wenn Ruhe ist, kann ich eine Frage stellen, ist doch logisch. Herr Geisel, ich würde gerne von Ihnen wissen, wird Ihre Wohnungsbau, Sie haben ja über Neubau gesprochen, Ihre Wohnungsbaupolitik hauptsächlich darin bestehen, Projekte auf der grünen Wiese irgendwo zu machen, oder haben Sie auch eine Idee für Verdichtung in der Innenstadt? Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Otto, wir werden in verschiedenen Stellen oder an verschiedenen Stellen in Berlin bauen müssen. Das betrifft einmal Gebiete, die gegenwärtig erst erschlossen werden müssen. Das formulieren Sie als grüne Wiese. Das wird notwendig sein. Aber es befinden sich auch noch zahlreiche Brachen in den einzelnen Bezirken, die teilweise vor dem Zweiten Weltkrieg schon bebaut waren. Auch die müssen erschlossen werden. Man muss unterschiedlich herangehen. Die Brachen um die Ecke werden genehmigt werden können nach § 34 Baugesetzbuch. Das ist in der Zuständigkeit der einzelnen Bezirksämter. Entwicklungen auf der grünen Wiese sind mit der Schaffung von Planungsrecht vorhanden, einmal in den Bezirken, einmal in Verantwortung des Senates. Das werden wir sehen. Insgesamt werden wir eine spannende Diskussion miteinander haben, denn die Berlinerinnen und Berliner wissen zwar natürlich allgemein, wir brauchen neuen Wohnraum und wir brauchen bezahlbaren Wohnraum. Das Problem ist nur, gebaut wird immer in der Nachbarschaft. Und was wir nicht zulassen dürfen, ist nach meiner Überzeugung die Durchsetzung von Partikularinteressen. Denn wenn wir an einer Stelle zulassen, dass sich Partikularinteressen durchsetzen und die Debatte beginnt, ach, baut nicht in Spandau, baut lieber in Reinickendorf, und dann bildet sich in Reinickendorf eine Initiative, die sagt, es ist total interessant, dass wir Wohnungen brauchen, und selbstverständlich, aber eben nicht in Reinickendorf, baut doch lieber in Hohenschönhausen, dann werden wir das St. Florians-Prinzip in Berlin haben. Und das gesamtstädtische Interesse heißt aber, dass wir bezahlbaren Wohnraum brauchen, dass wir in überschaubaren Zeiträumen neue Wohnungen brauchen. Und das heißt, das wird eine interessante Debatte. Bürgerbeteiligung muss an dieser Stelle sein, begrüße ich ganz ausdrücklich. Aber ich sage auch, an der einen oder anderen Stelle muss es dann auch zu Entscheidungen kommen. Solche Entscheidungen sind dann zu verantworten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Senator Geisel.